Verhaftet wurde ich am 27. März 1985 in meinem Betrieb VEB Wärmeanlagenbau in der Wallstraße 9 bis 13. Ich hatte 1982 Interviews gemacht mit Punks. Das Material lag erstmal 2 Jahre in der Schublade, dann habe ich es gekürzt und im VEB Wärmeanlagenbau heimlich 100 Exemplare drucken lassen. 90 in der DDR verteilt und 8 meiner Mutter in die Hand gedrückt, die als Rentnerin in den Westen reisen durfte. Und die hat der Zoll am Grenzübergang gefunden. Das Belastendste für mich in der ganzen Geschichte war der Prozess, weil in dem am deutlichsten wurde, wie ohnmächtig und wie rechtlos man als DDR-Bürger war. Was den Alltag in der Untersuchungshaft angeht, war das Charakteristische erstens die Perfektion der Abläufe und gleichzeitig die Undurchsichtigkeit der Abläufe. Die meiste Zeit verbrachte man mit Warten. Warten aufs Verhör, warten aufs Essen, warten auf das Signal zur Nachtruhe. Es war schon eine Nervenprobe, denn man durfte keine Geräusche machen, kein Singen, kein Pfeifen, kein Ruf, man durfte keine Gymnastik machen. Also man war wirklich in seinem Bewegungsspielraum extrem eingeschränkt. Es gab keine Nachtverhöre, zu meiner Zeit jedenfalls. Das fing am frühen Vormittag an, 10 Uhr vielleicht. Zum Mittagessen wurde man dann zwischendurch rüber in die Zelle geführt. Und nach dem Mittagessen ging es dann weiter bis zum frühen Abend. Ich war, wie alle anderen Gefangenen, zuerst in Einzelhaft, nur ein paar Tage. Dann war ich 3 Tage, glaube ich, in einer Dreimannzelle. Ich hatte dann aber mit dem Glück, mit dem ich 6 Monate die Zweimannzelle teilen musste. Und mein Vernehmer hat mir später gesagt, wenn Sie einmal in einer Dreimannzelle waren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einer von den beiden anderen ein ZI war, also ein Zelleninformant. Bin also zu 2 Jahren und 2 Monaten verurteilt worden wegen Anfertigung von Aufzeichnungen, die geeignet sind, den Interessen der DDR zu schaden, mit dem Zweck der Verbreitung im Ausland, in Tateinheit mit öffentlicher Herabwürdigung der staatlichen Ordnung. Ich hatte ja Bewährung, sie hatten mir die Hälfte der Haft erlassen und hatten gleich gesagt, schon bei Ordnungswidrigkeiten könnte die Bewährung widerrufen werden. Also war ich der artigste Mensch der Welt, bin nie bei Rot über die Straße gegangen, nie in der U-Bahn schwarz gefahren, aber ich habe mir ein Herz gefasst und bin zum Stadtbezirksgericht Berlin-Lichtenberg marschiert und habe meine Rehabilitierung beantragt. Januar 1990. Und bin im Juni 1990 von der nächsthöheren Instanz, Stadtgericht Berlin, in Klammern DDR, freigesprochen worden.